Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen? Ach, Rufus. Schrank. Ersatzklampen, wie es ausschaut. Klimaschacht. Nee, zugeschraubt. Da brauchen wir ein bisschen Fußnägel. Brauchen ein paar Fußnägel, um die Schrauben aufzuschrauben und durch den Klimaschacht hinauszukommen. So sieht's aus. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomat. Kaffeeautomat. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Umweltverschmutzer. Und wir haben Kaffee. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Nicht doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme. Darf ich? Ich nehme den mal mit. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Oh, yeah. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Da muss man sehr gestört sein. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Schubladenknopf. Ui. Schuhe. Die nehme ich mal eben mit. Bettknopf, Schubladenknopf. Bettknopf. Sehr schön. Jetzt Brieföffner. Jetzt Schuhe. Perfekt. Es geht doch nichts über atmungsaktives Schuhwerk. Der Schuh, der atmet. Wer kennt den noch? Den Schuh, der atmet. Jetzt sind es Mokassins. Oh je. Klites Schuhe. Zu Argus, okay. Dem Tyrannen schlich, Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen, du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Kultur in Depot, in Goodbye Deponia. Sehr großartig. Können wir die Schuhe zurückstellen? Ich behalte meine Sachen lieber bei mir, auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Okay. Zu Bett gehen.
Oh Junge, das wird der Hammer. Oh Goal. Das Bett ist bereit. Oh wei. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in die Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Wir müssen also in den Computerkern eindringen. Verdammter. Scheiße. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber Coach spielt Among Us. Aha. Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Okay, die Stimme ist ja so angenehm, deshalb können wir noch ein bisschen weiter reden. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Wir haben Schuhe. Ich habe da so eine Idee. Vielleicht. Natürlich. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Da habe ich so eine Idee. Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Wie wär's? Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auch... Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Wir müssen ihm irgendwie eine Falle stellen. Schubladenknopf. Vielleicht können wir hier irgendwas. Das Bett dann gleich ausklappen. Mal wie. Zu Ihren Diensten? Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte.
Aha. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Okay, vielleicht... Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen... Doch, ich hab was dagegen. Können wir ihm vielleicht den Brieföffner... Ja, wir können nichts machen. Ich dachte, dass wir ihm vielleicht den Brieföffner von hinten reinrammen. Bitte Knopf. Kaffeebecher. Ich behalte meine Sachen, auch wenn ich zu... Ach, das tut nicht nötig. Wir finden schon was anderes, was uns wach hält. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir, auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Schrank zu machen. Knopf. Jetzt vielleicht. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie nicht... Mist. Oh. Die Latte rausnehmen. Danke, ich hab noch. Bitte Knopf. Vielleicht. Na, also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Lattenrost. Ich hab da vielleicht eine Idee. Hey, ich könnte den Lattenrost als Leiter benutzen, um in den Klimaschacht zu klettern. Aber dafür müsste er zunächst... Das müsste offen sein. Brieföffner. Na, das könnte funktionieren. Sehr schön. Braucht man gar keine Fingernägel für. Und Lattenrost. Sehr schön. Vielleicht... Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie... Verdammt, er sieht den Lattenrost nicht. Können wir das vielleicht aufmachen und dann... Zu Ihren... Werden Sie... Wieso? Denken Sie... Nein. Na, das werden... Hab ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle. Schubs ihn. In meine Falle getappt ist er ja. Jetzt muss ich nur noch zuschnappen. Und... Können Sie jemanden sehen? Nicht so richtig. Da schauen Sie lieber noch mal ganz genau nach. Lattenrost wegnehmen. Ah, die Schublade. Der Schubladenknopf. Ja, jetzt. Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Schweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer.
wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Okay, jetzt kommen wir zu Fragezeichen. Hinaus. Auweih. Ich gehe immer wieder rein. Kommen wir hier rein? Ach du Schande. Ende der Fahnenstange. Also, wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Und das war nicht der Computerkern sein. Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Ich befürchte es. Terminals. Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal darunter. Zurück in die Kabine. Terminals. Gut, zurück in die Kabine. Raus. Okay, hier sollte ich, glaube ich, mal zwischenspeichern und eine kleine Aufnahmepause machen. Ich glaube, wir machen in der nächsten Aufnahme weiter. Das sieht jetzt hier nach einem großen neuen Gebiet aus. Ich bin da mal weg. Bis gleich. Ich mache eine Aufnahmepause.